Jeder gute Tag beginnt mit einem Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen euch zu Kevin allein am Red Bull Ring. Der Red Bull Ring hat mich eingeladen, um die ganze Experience hier aufzusaugen, denn ihr Claim ist, Life is better on a racetrack. Und wer soll das besser testen als ich? Ist das Leben hier auf dieser Strecke wirklich besser als woanders? Das will ich erleben. Wir haben einiges für euch geplant. Wir werden euch einiges zeigen, was ihr hier machen könnt, wenn kein Motorsport stattfindet. Aber was ihr immer machen könnt, 7 Tage die Woche, ihr könnt ins Welcome Center gehen, denn dort gibt es eine Autoausstellung, eine Motorradausstellung von verschiedenen Red Bull Autos und Motorrädern und den offiziellen Red Bull Fanshop. Und da werden wir jetzt mal reingehen und uns mal anschauen, was man da alles so erleben kann. Also, auf geht's! Formel 1 Fans natürlich ein Muss, sich auch noch mal 2 ganz unterschiedlich schöne Autos anzusehen. Erstmal hier natürlich das Auto von Jean Alesi und Johnny Herbert, der Sauber Petronas mit Red Bull Sponsoring damals. Red Bull ein wichtiger Sponsor gewesen beim Sauber Team. Das könnt ihr euch ja im Kanalmitgliederstammtisch mit BA10 dann noch mal ansehen. Also wenn ihr Kanalmitglied seid, dann macht das auf jeden Fall mal. Oder wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet es jetzt und schaut es einfach mal nach. Da hat er so ein bisschen drüber gesprochen, welche Bedeutung Red Bull auch für das Sauber Team hatte. Und Sascha, komm mal mit, jetzt schauen wir uns ein ganz anderes Auto an, nämlich das Auto von Toro Rosso aus der Saison 2014. Und wir erinnern uns alle noch, ja genau, da musst du drauf schauen, Sascha. Die schönste Nasenkonstruktion, die Formel 1 jemals hatte, nicht. Ja, also da kann das Auto nichts für. Ich finde, da haben die Designer noch das Allerbeste draus gemacht. Aber diese Nase, was man sich damals überlegt hat, und jetzt sehe ich das wirklich erstmal wirklich von nahem, das ist ja noch viel schlimmer als auf den Bildern. Aber das Auto ist trotzdem schick. Ich mag diese Toro Rosso Lackierung extrem gerne und ich hätte nichts dagegen, wenn der Name Toro Rosso nächstes Jahr, dass er nicht mehr Alpha Tauri heißt, wird, in die Formel 1 zurückkehrt. Ja? Super, danke schön. Der sieht doch toll aus, oder? Also, das Wing Café hier im Welcome Center, eine absolute Empfehlung. Jetzt gibt es den Kaffeetest. Oh, der ist gut. Der ist auch richtig stark und der bringt mich jetzt richtig auf Dampf für das, was jetzt gleich ansteht, nämlich eine Service Road Tour hier auf dem Red Bull Ring. Der Red Bull Ring aus Perspektiven, die ihr so nie bekommt, nehme ich euch mit. Das erste Event auf unserer Tour hier am Red Bull Ring wird eine Service Road Tour sein. Das klingt erstmal unfassbar steif. Was es aber eigentlich bedeutet, ist, dass wir auf die kleinen Wege kommen, auf die sonst niemand kommt, außer an Rennwochenenden zum Beispiel Fotografen. Aber auch ihr könnt das auch an gewissen Wochenenden, da bietet man das hier am Red Bull Ring an für, ich glaube, 49 Euro buchen. Und dann geht ihr es mit diesem 8-Sitzer und einem Chauffeur, der heute nicht da ist, auf die Service Road Tour und ihr werdet an genau die Spots geführt, die wir euch zeigen werden. Aber das Geile ist ja, dadurch, dass wir hier heute hier sind, dürfen wir selber fahren und haben unser eigenes Golfkart und deswegen rein ins Golfkart, ab auf die Service Road Tour. Auf der Service Road Tour werdet ihr an verschiedene ganz bestimmte, ganz besondere Punkte einmal kurz zum Innehalten eingeladen. Ihr könnt hier wunderbare Fotos machen und habt einen genialen Überblick über die Strecke. Ihr seht, wenn jetzt zum Beispiel wie heute so ein paar ganz nette Porsche über die Strecke fahren, hier einen ganz tollen Blick rüber aus Kurve 4 runter auf Kurve 5. Der Red Bull Bulle genau in eurem Auge. Ja, hier kann man schon mal das ein oder andere Schnappschüsschen machen, würde ich sagen. Der zweite Fotospot auf der Service Road Tour, ja, der ist schon richtig geil. Also Kurve 4, hier fahren die Autos schön nochmal mit der Geschwindigkeit nach Kurve 3 hier runter. Teilweise sind da heute echte Könner dabei. Also da wird der Scheitelpunkt richtig schön angefahren. Hier ist man sehr nah dran. Hier kann man bis an die Leitplanke ran. Hier könnt ihr richtig tolle Fotos machen. Auch vielleicht das ein oder andere Erinnerungsvideo, wie ihr hier gestanden habt. Und es ist natürlich auch eine interessante Stelle, denn Formel 1 Fans wissen, in diesem Kiesbett, da waren schon der ein oder andere Formel 1 Fahrer mal drin gelandet. Und da, das ist die Stelle, die zeigt euch Sascha gleich nochmal. Da ist Carlos Sainz Auto abgefackelt vor einigen Jahren. Da wäre er fast wieder runtergefahren. Also das ist hier am Red Bull Ring auch passiert.
findet. Könnt ihr also genau nochmal die Stellen abklappern, an denen schon ja, der ein oder andere besondere Formel-1-Moment zum Beispiel passiert ist. Der Regen hält uns ja nicht ab. In den meisten Wochentagen oder Wochenenden, wenn ihr hinkommt, wird die Sonne scheinen. Jetzt haben wir natürlich den Regen erwischt, das macht aber nichts, weil hier wird trotzdem gefahren. Kurve 3. Ja, die wohl wichtigste Stelle am Red Bull Ring, wenn man ehrlich ist. Da passieren die harten Duelle und da könnt ihr auch richtig nah rankommen. Hier auf dem dritten Fotospot auf der Service Road Tour habt ihr die Möglichkeit, wirklich zu sehen, wie die Autos schön den Scheitelpunkt nehmen oder verpassen. Je nachdem, mal gucken, wie er es jetzt macht hier mit seinem Custom Audi. Ja, ist weit rausgekommen. Bisschen weit rausgekommen, macht ja nicht. Aber es ist wirklich cool, also so nah ranzukommen, sich diese Spots anzusehen, hier auch das ein oder andere Erinnerungsfoto machen zu können. Das ist einer der Teile auf der Service Road Tour, die sich auf jeden Fall lohnt, mal auszutesten hier am Red Bull Ring. Ich habe es ja gesagt, es klingt vielleicht ein bisschen steif, ist es aber überhaupt nicht, weil diese Einblicke bekommt ihr exklusiv nur hier. Deswegen testet das mal aus, seid mal dabei und schaut euch das mal an. So, jetzt darf ich endlich selber ins Lenkrad greifen. Ich bin im Driving Center hier am Red Bull Ring und ich freue mich sehr, dass Jürgen ja, mir heute zeigt, wie es richtig geht. Erstmal schön, ja, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Vielen Dank auch für deinen Besuch. Recht herzlich willkommen hier bei uns am Red Bull Ring. Wir befinden uns hier im Driving Center. Wir bewegen hier zwei Räder, vier Räder, alles was Spaß macht. Und ja, jetzt kannst du dann gleich mal hinter das Lenkrad bzw. deine ersten Runden, deine ersten Erfahrungen sammeln. Jetzt darf ich auch den Porsche mal fahren. Was ist das denn für ein Auto, mit dem ich heute fahren darf? Wir haben da den Porsche 718 Cayman S. Ist sehr interessant. Warum interessant? Natürlich heckbetrieben. Dann haben wir da einen 2,5 Liter Turbomotor drinnen mit 350 PS. Was auch interessant ist bei dem Auto, das Mittelmotorkonzept, sehr ausbalanciert und speziell auch, wir werden uns jetzt in so eine Kreisbahn bewegen, um das Thema Drift ein bisschen uns anzusehen. Und da ist das Auto natürlich bestens dafür geeignet. Und was wir hier auch können, wir können die elektronischen Helferlines ein bisschen ausgrenzt, sodass wir, ich sage mal, im abgesperrten Bereich noch mehr Spaß haben. Ja, wenn du genau da herfährst, vor der Kamera, und jetzt da fährst her, dann lenkst du kurz rechts ein, gibst da Gas, dann bringst du da das Heck raus und dann schaut es da cool aus, genau in dem Moment. Jawohl, und jetzt links lenken. Jawohl, ja, das schaut schon gut aus, glaube ich. Genau, also dort für die Kamera und jetzt, ja genau, hat super gepasst. Und dann wieder weg. Wenn ich merke, vorne ist kein Grip, muss ich wieder langsamer. Genau, dann habe ich vorne Grip und dann kann ich wieder Gas geben. Jawohl. Und Gas und lenken. Und bleib drauf. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Ja, wenn du merkst, Gasstoß, alles okay. Und dann sofort beginnen, nach links in dem Fall zu lenken. Das Heck bricht links aus, sofort die Bewegung nach links. Jawohl, los geht's. Links lenken, wir haben sehr wenig Druck an der Vorderachse und du merkst, wenn du da ein bisschen zu schnell bist, dann ist das Auto sehr schnell auch im Untersteuern. Also jetzt. Jawohl, sehr gut. Also diese Driving Experience hier, Jürgen, erstmal vielen Dank für deine Einweisung. Ich muss natürlich jetzt fragen, kannst du jetzt ruhig ehrlich sein? Also ich habe da kein Problem mit. Wie habe ich mich angestellt? Wenn ich ehrlich bin, man sieht, dass du in dem Bereich Driften, noch keine Erfahrung hast. Und das Thema ist sehr komplex. Es müssen sehr viele Dinge miteinander harmonieren. Du musst das Gas dosieren. Du musst gleichzeitig anfangen zu lenken. Die Vorderräder müssen dorthin positioniert oder ausgerichtet sein, wohin es gehen soll. Und das Wichtigste ist natürlich, du musst dorthin schauen. Und wenn du selbst für dich dann empfindest, oh, jetzt wird es ein bisschen stressig, neigt man dann genau dorthin zu schauen, wohin es nicht gehen soll und dann ist zumeist der Dreher vorprogrammiert. Es ist dann zum Schluss immer besser gegangen. Also was kann man resultierend sagen? Übung macht den Meister. Jetzt ist ja heute leider der Regen da. Also ja, der eine Tag, wo es hier regnet tatsächlich. Ihr habt nämlich auch diese Ovale, die wir eigentlich geplant hatten zu machen. Können wir jetzt natürlich nicht machen, weil die Strecke nass ist, aber was wäre das gewesen? Ich zeige dir dann die Motorräder, die schauen sehr interessant aus. Ich sage immer so, es ist im Prinzip ein super Sportmotor.
Motorrad einfach zu heiß gewaschen. So schaut es aus. Und es ist, sage ich mal, vom Trainingseffekt ein wunderbares Gerät. Also es ist sehr klein, es ist die Geschwindigkeit nicht so hoch. Es ist damit einfach möglich, die Abläufe, die Bewegungsabläufe zu trainieren, die du auch auf einem, ich sage mal, ausgewachsenen Motorrad brauchst. Sehr viele Stars der MotoGP beispielsweise fahren genau solche Motorräder, nehmen die für das Training, weil es nicht nur, ich sage mal, weniger Platzangebot braucht, sondern natürlich auch dementsprechend kostengünstiger ist, diese Motorräder zu bewegen. Und wie gesagt, vom Bewegungsablauf ist es eins zu eins das Gleiche, auch was du auf einem Rennstreckenmotorrad brauchst. Aber die Dinger sehen ja ganz schön klein aus. Ich mit meinen 1,93, hätte ich da drauf gepasst? Absolut. Vom Platzangebot ist das ausreichend für dich. Bin überzeugt davon, okay, weil wir schon Leute in deiner Größe oben hatten auf den Motorrädern. Was man natürlich muss, ist, man muss sich dementsprechend bewegen. Ja. Dementsprechend bewegen, um sich auf dem Motorrad zu positionieren, und dann funktioniert das auch mit deiner Größe. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist die normale Rennschaltung, das ja, genau, auch an den Motorrädern. Genau. Also wenn jetzt jemand Interesse hat, das mal zu testen, was muss er da beachten? Wir haben im Prinzip zwei Modelle hier. Das eine ist die ovale 110, 160. Das ist das Modell, das auch in der MiniGP Austria-Serie gefahren wird. Also war unsere Nachwuchsserie in Österreich. Das ist das einfachere Modell, ist die Automatik. Das ist der Vorteil, dass man sich da mal auf den Bewegungsprozess, auf das Bremsen, auf das Gasgeben fokussieren kann, ohne dabei schalten zu müssen. Also ist immer relativ gut für die Kinder, damit zu starten. Aber wenn man jetzt im Bereich Motorrad dementsprechend über Erfahrung verfügt, ist es kein Problem, auch mit diesem zu fahren. Man muss einfach in der ersten Phase ein bisschen denken dran. Du sagst, der Leerlauf ist ganz oben, der erste Gang, erster bis vierter Gang ist unten. Mhm. Aber das geht relativ schnell. Also wie gesagt, am Beginn ein bisschen dran denken, und dann sind diese Prozesse relativ schnell automatisiert. Brauche ich dafür einen Motorradführerschein, um das hier zu fahren? Bei uns nicht. Also mit denen, okay, können die Kinder kommen, also können Kinder fahren. Also da ist weder eine Rennlizenz noch ein Motorradführerschein erforderlich. Also da kann jeder kommen und damit Spaß haben. Nach der Porsche Experience haben wir uns eine Stärkung verdient. Wir sind hier in der Bulls Lane, und zwar auf der Terrasse, haben die Stadt Zielgerade hier neben uns, wo gerade Autos fahren. Also hier ist immer Motorsport, hier ist immer was los, und hier gibt es richtig, richtig gutes Essen. Ich habe jetzt hier den Spielburger. Es ist ein Wagyu Rind Patty, Ochsenherz, Tomate, Salat, Cheddar, karamellisierte Zwiebeln, Pommes dazu natürlich. Ich habe gehört, das ist der Burger, den man hier essen muss, und dementsprechend, also zu einem guten Burger sage ich ja nie nein. Und ihr wollt jetzt sicher sehen, wie ich da reinbeiße. Ne? Na komm, wollen wir euch das noch gönnen? Ziehen wir den Stöpsel raus, und dann wünsche ich uns allen einen guten Appetit und mal schauen, wie er schmeckt. Oh ja, der ist gut. Spielburger, absolute Empfehlung, wenn ihr hier in der Bulls Lane seid. Wir sind angekommen in der Gaal. Das ist ja nicht so ganz weit weg vom Red Bull Ring, aber auch nicht ganz nah dran. Wir sind ein bisschen mit diesen wunderbaren Autos, dem Ineos Grenadier, in die Umgebung gefahren und widmen uns jetzt der Offroad Experience vom Red Bull Ring. Und ich freue mich sehr, dass Thomas hier mein Instruktor ist an diesem Nachmittag und ich wieder was ganz Neues machen darf. Denn Thomas, ich bin noch nie Offroad gefahren. Ja, es freut mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen am Red Bull Ring, wie man schwer erkennen kann. Ja, wir sind da ca. 8 Kilometer weg, haben da 550 Hektar Waldfläche. Das ist ein Bergkamm, wo wir uns jetzt hocharbeiten werden, Schritt für Schritt. Und ja, definitiv Offroad-mäßig das Tollste, was wir bieten können da. Und wird lässig, wirst sehen. Ist nicht der einzige Offroad-Bereich, den ihr habt am Red Bull Ring? Nein, eigentlich, wir haben es, kommt drauf an, wenn man die Buggy-Track auch noch mitrechnet, haben wir drei Tracks sozusagen, die wir befahren. Für die Geländewegen, die wir da jetzt haben, haben wir tatsächlich zwei. Also einmal hier die Gaal, Offroad-Car-Track wird es genannt bei uns, und einmal den 4WD-Test-Track, da haben wir dann ca. 8000 Quadratmeter. Auch ein sehr lässiges Gelände, ja, man hat ein bisschen mehr Platz, mehr Raum für, sag ich mal, einfach ein bisschen mehr Raum für Fehler. Ja. Haben wir da
jetzt nicht ganz so, aber keine Sorge, wir können uns auch da gemütlich reinsteigern in das Ganze, gell? Das werden wir auch machen. Und beim VWD haben wir einfach ganz viele verschiedene Hindernisse sozusagen. Das heißt, man kann tatsächlich in geringerer Zeit halt mehr Verschiedenes machen. Man dreht sich aber da meistens so im Kreis und ist schon natürlich daherin etwas anders, wenn man eigentlich an keiner Stelle zweimal hinkommt, gell? Das ist schon wirklich sehr, sehr viel Abenteuer jetzt auch, was da mit dabei ist. Also heute ist der Tag der ersten Male für mich. Vorhin im Porsche das erste Mal gedriftet in meinem Leben. Jetzt darf ich das erste Mal wirklich, wirklich Offroad fahren. Also sag mir mal so ein bisschen, worauf ich achten soll. Wenn wir jetzt gleich loslegen, jetzt auch jemand, der das sieht und sagt, oh, das würde ich auch gerne machen, worauf müssen wir achten? Also prinzipiell, das Wichtigste ist die Linie. Ja, also das heißt, wenn wir irgendwo hinkommen, rauffahren, runterfahren, ist die tatsächlich entscheidend, ob wir es schaffen oder nicht, beziehungsweise ob das Ganze unbeschadet da abläuft. Ja, das heißt, in dem Fall, bei dem Gelände fahren wir nie alleine. Gell, ist immer geführt, ich bin Vorausfahrzeug, du hältst dich einfach an mich ran und wenn du meine Linie kopierst, und das glaube ich geht sich da leicht aus, ja, dann sollte man das halbwegs unbeschadet schaffen. Okay, also gefühlvoller rechter Fuß, genau, Linie halten. Linie halten, ruhig bleiben, ganz, ganz wichtig, gefühlvoller rechter Fuß, da spielt es mit rein. Nicht nur mit dem rechten Fuß, sondern auch, was die Lenkrad, das ruckartige Ziehen vielleicht oder Lenken betrifft, alles, was einfach dem Gripverlust ein bisschen oder den Traktionsaufbau oder Traktionserhalt ein bisschen undienlich ist, das sollte man tunlichst vermeiden. Also genau. Ich habe mir überlegt, heute machen wir es ganz ruhig, machen es ganz entspannt, ganz lässig. Machen wir nur einen Überschlag quasi. Weiß nicht, Spaß. Witzig, Thomas. Ah, es ist krass, Leute. Offroad fahren mit dem Ineos Grenadier. Also Thomas macht das extrem gut, nimmt mir die Sorge weg. Ich bin wirklich ganz wenig auf dem Gas. Es sind die Hinterräder blockiert quasi, das Differential. Boah, es ist schon geil. Wie viel verkehrt machen, wie viel wichtiger ist eine gleichmäßige Gasstellung. Also stützt beim rechten Knie beim Mitteltunnel ein bisschen ab, gell? Und dann versuchst du trotz dieser dezenten Unebenheiten, die gleiche Gasstellung zu halten, bis du oben bist. Da braucht man ungefähr so 4 km/h, gell? Leute, ich bin hin und weg. Diese Offroad-Experience, ich war ultra nervös davor. Ich war wirklich ultra nervös davor, weil, weißt du, wenn Thomas dann so sagt, ja, unbeschadet überstehen, ihr müsst keine Angst haben. Thomas ist ein herausragender Instruktor. Hier beim Red Bull Ring achtet man wirklich auf die Sicherheit der Leute, die das machen. Es wird jede Angst genommen. Ich bin voller Adrenalin und es macht so viel Spaß, durch diesen Wald zu fahren. Und dann geht's hoch und dann geht's wieder runter und dann das Stein und Geröll und die Pfütze gerade. Richtig, richtig cool. Ich kann die Offroad-Experience am Red Bull Ring einfach nur empfehlen. Nutzt diese Chance, das zu machen. Ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr das Geld habt, dann macht diese Platinum-Experience. 1,5 Stunden hier durch den Wald zu fahren, ist der absolute Hammer. Kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Und da macht auch der Regen nichts aus. Denn irgendwie fühle ich mich gerade ultra lebendig und einfach toll, dass ich das machen darf. Ja, ich durfte nochmal ein richtiges Highlight erleben hier zum Abschluss meines Tages am Red Bull Ring. Beifahrer im KTM Crossbow mit dem ehemaligen Formel 1-Fahrer Patrick Friesacher. Erst nochmal vielen Dank. Herausragend, es hat so viel Spaß gemacht. Ich meine, du weißt natürlich auch, wie man dieses Ding fahren muss. Jetzt ist die Strecke ja sehr nass. Ist das dann auch trotzdem noch eine Herausforderung, mit dem Ding zu fahren? Ja, man darf nicht vergessen, der KTM Crossbow ist ganz normal Straßen zugelassen, so wie er da steht. Also mit normalen Sommerreifen. Das Auto ist relativ leicht, hat 830 Kilo, 320 PS und hört sich jetzt natürlich nicht so viel an. Aber wenn ich das Leistungsgewicht hernehme, ist das nicht so schlecht. Und das Klasse dabei ist, man hat keine elektronischen Helferlein. Also kein ABS, keine Traktionskontrolle, kein ESP, keine servounterstützte Lenkung. Kein Bremskraftverstärker, also wirklich gar nichts. Manuelle H-Schaltung, also man muss wirklich noch arbeiten im Auto. Speziell jetzt im Regen ein bisschen Zwischengas geben und so. Aber na, es macht Spaß und du kannst doch relativ spät bremsen. Aber natürlich, wenn wir jetzt mit einem Rennauto fahren wären, wäre das natürlich nochmal ganz was anderes gewesen. Das ist, das
das ist ganz klar. Was bedeutet der Red Bull Ring für dich? Red Bull Ring ist für mich, ich habe weltweit so viele Rennstrecken gesehen, aber so wie es da ist, vom Standard her, von dem ganzen Drumherum, mit Race Control, Medical Center, Media Center, Launchen, Boxen, also da sind wir wirklich so stolz drauf, oder können wir so stolz drauf sein in Österreich, dass es sowas gibt bei uns, weil der Standard ist einfach oberstes Level und ich glaube, da gibt es in Europa nichts Vergleichbares. Und auch die Vielfalt an Fahrzeugen, was es gibt mittlerweile, mit den KTM Crossbow, mit den Porsche-Modellen, Formel 4, Formel Renault 3,5 Liter, mit den Go-Karts, mit den Mini-GP-Bikes, Offroad-Geländewagen, Ineos Grenadier, Buggies. Also es ist ein richtiger Spielplatz und da ist, glaube ich, für jeden was mit dabei. Wenn ihr euch auch mal von Patrick Friesacher hier im Race-Taxi über den Red Bull Ring jagen wollt, das geht, redbullring.com. Könnt ihr buchen, könnt ihr mit ihm fahren und ich sag euch eins, das ist ein richtig geiles Erlebnis. Ich freue mich auf euch, kommt vorbei. Von hier wird sie geschwenkt, die schwarz-weiß karierte Flagge am Red Bull Ring. Und genau das mache ich jetzt auch. Es war ein Tag voller neuer Erlebnisse für mich. Ich durfte zum ersten Mal driften, ich durfte zum ersten Mal Offroad fahren und wie in einem Ineos Grenadier. Ich durfte mit Patrick Friesacher in dem KTM Crossbow über den Red Bull Ring heizen, mit dem ehemaligen Formel 1 Fahrer. Ich habe gut gegessen in der Bulls Lane, ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft im Fanshop, ich habe einen guten Kaffee getrunken im Wing Café. Der Red Bull Ring, life is better on a racetrack, das wollte ich erklären, ob das wirklich so ist. Die Antwort ist ja. Life is better on a racetrack. Und wie geil ist es, dass wir dieses Video beenden können mit den rührenden Motoren im Hintergrund. Kommt hierher. Der Red Bull Ring in Spielberg. Eine absolute Reise wert. Redbullring.com ist eure Adresse, wenn ihr eine Experience buchen wollt. Es lohnt sich wirklich. Vielen Dank nochmal für die Einladung an Red Bull, an den Red Bull Ring. Und was bleibt mir noch zu sagen? Schaut einfach ins nächste Video. Ich freue mich schon auf die nächste Reise. Kevin allein in. Ihr werdet es erleben.